Der Mensch ist keine Nummer. Die vier Farben von Katharina Kolmanova. Ich wurde geboren und das Leben wurde mein Schicksal. Es jagte mich von einem Ort zum anderen, hinauf zu meinem Ziel und dann wieder zog es mich herunter, damit ich nicht denke, dass das Leben leicht wie eine Feder sei. Es ließ mich wie ein neugieriges Kind alle seine Geheimnisse schauen. Lehrte mich viele Dinge, zeigte mir Schönheit, Liebe und Glück. Es gab mir einen Stift in die Hand, damit ich aufschriebe, was ich denke. Es baute vor mir eine Leinwand auf, damit ich zeichnete, was ich fühle. Und so bekam ich vier Farben: Gelb, Rot, Schwarz und Weiß. Farben, die in der Symbolik der Welt noch immer miteinander kämpfen und versuchen, ihren Platz auf der Erde zu erhalten. Sie hassen sich, aber können ohne einander nicht existieren. Sie beneiden sich gegenseitig jeden Sieg und bereiten Vergeltung vor, damit dieser Herd des Hasses niemals auskühle. Und dennoch erfüllt dieser Kampf unser Schein, so dass sich kaum jemand darüber bewusst ist. Wir erfreuen uns an der goldenen Sonne, die Wärme spendet, selbst in frostigem weißen Winter, die das Leben in schwarzer Nacht weckt. Wir fürchten uns vor derselben Sonne, deren Glut alles zerstört, Baumkronen mit ihren Strahlen und geben allem Gestalt und Farbe. Kleine Kinder streicheln über lachende Gesichter und sie blinzeln, wenn sie einander ansehen. Und dann, ohne Gegenwehr, nehmen sie gelbe Kreide und malen auf dem schwarzen Bürgersteig Sonnen. Rot, die Farbe des Blutes. Es fließt in uns, bäumt sich gegen Unrecht auf und zwingt uns voranzugehen. Tiefrot ist der Sonnenuntergang, nachdem jeder mit Bewunderung blickt und sich vergewissert, wie wunderschön die Natur ist. Besonders dann, wenn weiße Wolken das Abendrot aufspringen. Schwarz ist die Angst und Schrecken. Es erschreckt die Augen, die sich vor dem Hass verstecken. Die schwarzen Augen, die Tiere, flüchten vor der menschlichen Grausamkeit. Schwarz ist die Nacht, die alles mit ihrer arglosen Leere umhüllt. Die Welt verändert sich unmerklich im Schatten der Traurigkeit, die Ankunft des Morgens erwartend. Die vierte Farbe ist weiß, wohltuend wie ein fröhliches Lachen und kalt wie glitzernder Schnee auf weißer Fläche. Im weißen Tag verliert die Dunkelheit ihre Macht. Im Licht ist die Wahrheit, aber auch Angst, die mit Tag und Nacht Hand in Hand geht. Am Tag eilt die Hoffnung zu vereinsamten Menschen, Hilfe zu Hilflosen, Händigkeit verflucht die Dunkelheit, nach der sie dürstet und für die sie vorbereitet war. Wie soll ich ein Bild mit Farben malen, die der Mensch in seinem Dursten danach benutzt, andere zu beherrschen? Der Mensch legt so schon auf den ersten Blick die Unterschiede zwischen den Menschen fest. Du bist anders, hast eine andere Hautfarbe, glaubst an einen anderen Gott. Oh, ihr kleinlichen Menschen, wann lasst ihr euch endlich belehren? Und so sucht sich der Krieg sein nächstes grausames Geschenk aus. Er fliegt über die Erde, wie ein elektrischer Schock, weckt die Menschen aus schläfriger Lethargie, damit sie mit Schrecken vor ihrer eigenen Mordkraft flüchten. Er zerstört Städte und zerreißt das Gesicht der Landschaft mit neuen Narben. In stumm gewordenen Städten wäscht der Regen die gelbe Sonne von den Bürgersteigen. Aber die Kinder hören nicht auf, neue zu malen. Für sie ist jetzt die Sonne verdeckt. Dieses Verhexte, Angst und Traurigkeit zwingt mich, auf eine weiße Fläche langsam eine diffuse, unklare Linie zu malen. Ein einiger Pinsel realisiert flatternde Gedanken,
vereint Farben in einmaliger Harmonie, die ein harmonisches Bild entstehen lässt. Auf gelbem Grund schwirren schwarze Flügel, eine weiße Brust und fleckiges Rot breitet sich wie Blut über den Schwarz und Weiß aus, besudelt sie mit seinem Purpur und auf dem Bild in der goldenen Flut der Sonnenstrahlen verwirrt von der Unendlichkeit des Raumes fliegt ein wunderschöner Vogel. Eine gewöhnliche und gerade deswegen schöne Schwalbe. Wunderschön in ihrer Freiheit wurde sie zum Symbol des Glückes. Und gerade sie verführt meine Pinsel mit ihrer Farbe. Eine Schwalbe, die sich den menschlichen Vorurteilen zum Trotz nicht fürchtet, dieses Gewand anzuziehen. Aber so wie noch kein weißer Tag in schwarzer Nacht war, der tiefrote Sonnenaufgang sein Feuer nicht in der Mittagssonne entzündete, so verbinden auch die Menschen, ob rot, weiß, schwarz oder gelb, nicht ihre Kraft gegen ihren einzigen Feind, den Hass. Sie vertreiben den Neid und Streit nicht von der Welt. Und deshalb verstecke ich dieses Bild so lange, bis dafür Verständnis gewachsen sein wird. Vielleicht werde ich einmal mein Fenster sperrangelweit öffnen können, die zugezogenen Vorhänge aufziehen und Licht in das dunkle Zimmer lassen. Die Sonnenstrahlen werden das vergilbte Bild mit dem verborgenen Vogel darin entblößen. Auf kalte Farben ergießt sich neues Leben. Die Schwalbe wird erstarrte Kreide durchbrechen, sich erheben und durch das geöffnete Fenster hinausfliegen. Dann werden die Menschen ihren Eigensinn erkennen und zum ersten Mal gemeinsam ihr Lachen hören. Kinder werden sich auf Bürgersteige setzen und zu goldenen Sonnen schwarz-weiße Schwalben malen. Ja, ich würde sagen, auch hier wieder eine kleine Gedenkpause, eine Gedenkminute, eine Schweigeminute, um mal ein bisschen über das Gehörte bzw. das Gelesene zu reflektieren. Ja, ist glaube ich ganz gut, da mal eine Minute zu schweigen. Ja, machen wir so. So, dann bedanke ich mich dafür, dass ihr meinem Vorlesen gelauscht habt. Ja, und sage, man sieht sich.